Ich schätze diesen Austausch enorm, weil es die Möglichkeit gibt, unmittelbar auch aus der Praxis heraus die richtigen Dinge zu hören, zu diskutieren. Und was ich am Senat der Wirtschaft überhaupt schätze, ist, dass sehr, sehr viel an direkten und unmittelbaren Vorschlägen auch kommt. Nicht immer gegen etwas ist, sondern ein Problem erkennt und dann entsprechende Vorschläge macht und die auch diskutiert, auch mit der Politik diskutiert. Davon sind wir auch abhängig, aus der Praxis heraus zu hören, wo der Schuh drückt und was wir tun sollten. Heute war es enorm spannend, weil wir über den Standort, über den Wettbewerbsvorteil oder Nachteil gerade der Europäischen Union auch gesprochen haben, aber auch natürlich als Mitgliedstaat. Das ist die große Herausforderung für Europa in den nächsten Jahren. Wie können wir diese Wettbewerbsfähigkeit vorantreiben? Wie können wir sie erhalten auf der einen Seite oder verbessern, gerade gegenüber anderen Regionen wie den USA oder China? Ja, jetzt soll man sich natürlich nicht ausruhen und trotzdem soll man froh sein, wenn man solche Jahrhundertprojekte wie Abschaffen der kalten Progression oder die Flexco geschafft hat. Aber es muss natürlich weitergehen. Als nächstes, glaube ich, steht die Entlastung wieder im Mittelpunkt, nämlich die Entlastung der Leistungsträger und Trägerinnen in Österreich. Das ist wichtig. Wir haben, glaube ich, schon einiges erreicht, wenn es um die Entlastung geht. Ökosoziale Steuerreform beispielsweise, wo wir die Einkommensteuerstufen nach unten gesetzt haben, wo wir die Körperschaftssteuer nach unten gesetzt haben. Das ist auch wichtig im Kampf um den Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Staaten, gegenüber anderen Regionen. Aber es muss weitergehen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit bis zur Wahl. Vorwahlzeiten sind immer ein bisschen schwierig und herausfordernd, weil es mehr darum geht, was kann man noch ausgeben alles. Das sollte nicht der Fall sein. Da muss ich mich als Finanzminister natürlich auch dagegen wehren. Also es geht viel darum, gewisse Dinge abzuwehren vielleicht noch. Nicht alles, was auf den ersten Blick populär klingt, ist auf den zweiten Blick auch sinnvoll. Und dann sollte auch in einer nächsten Legislaturperiode die Entlastung weitergehen, insbesondere das Thema Leistung wieder in den Vordergrund zu rücken, beispielsweise mit der Steuerbefreiung von Überstunden, mit Anreizen steuerlicher Natur, aber auch was die Sozialversicherungsbeiträge betrifft, wenn es ums Längerarbeiten geht. Also das sind Maßnahmen, die, glaube ich, dringend notwendig sind und eine nächste Bundesregierung dringend angehen sollte. Sehr produktiv, muss ich sagen, und sehr auch durchaus extrem hilfreich eigentlich, weil eben der Senat der Wirtschaft auch immer wieder ganz konkrete Vorschläge auf den Tisch legt, wie vorher gesagt, nicht nur kritisiert, sondern sagt, okay, dieses Problem würde ich so und so lösen. Da muss man es natürlich diskutieren, weil es gibt andere Meinungen dann natürlich auch am Ende des Tages. Aber ich schätze das wirklich sehr, dass man mit so einer positiven und optimistischen Art auch hineingeht. Und wir profitieren als Politik sehr davon, wenn es solche Institutionen oder Formen auch gibt, wo man sich austauschen kann und das dann mitnehmen kann in die tägliche Arbeit.